Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Im heutigen Video reden wir über mein neues Trading. Und jetzt seht ihr schon anhand der Überschrift, das ist genau das Gegenteil, was ich eigentlich machen wollte. Ich arbeite mit Torhütern. Mein letzter Strohhalm. In diesem Spiel ist es so, dass Trading-Spieler grundsätzlich spielen müssen, um ihren Marktwert zu steigern. Als Trader ist das eine Katastrophe, aber es ist eigentlich ziemlich cool, weil es sehr realitätsnah ist. Grundsätzlich muss nicht alles in so einem Spiel realitätsnah sein, gerade was so ein Torwarttraining betrifft beispielsweise. Sind die Werte komisch? Wieso ist das Torwarttraining so intensiv? Damit man nicht so viel Torwarttraining machen kann, damit der Effekt nicht so riesig ist. Also ist nicht alles sehr fußballnah, aber das ist sehr fußballnah und erschwert die Arbeit als Trader sehr. Also, Trading-Spieler müssen grundsätzlich Spiele machen, damit man sie dann teurer verkaufen kann. Finde ich gut, denn dadurch wird das Ganze etwas komplizierter und dieser Anspruch gefällt mir. So, jetzt möchte ich das Ganze aber irgendwie umgehen, wie Trader halt so sind. Sie versuchen jede Lücke zu finden. Und habe da, finde ich, eine gute Position gefunden, nämlich die Torwartposition. Die Torwartpreise sind aktuell im Keller, viel tiefer geht gar nicht mehr, also wirklich unterste Schublade im Keller, da wo die Pornos liegen, und deswegen kaufe ich aktuell Keeper. Ich möchte insgesamt 6 Torhüter kaufen, wir werden gleich auch nochmal auf den Torwartmarkt schauen. Jetzt zeige ich euch erstmal 3 relativ sichere Transfers. Transfer Nummer 1, und der steht tatsächlich schon fest, war ein sehr cleverer Kauf. Und zwar von einem Verein, der auch einen Delfinenwappen hat. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze mal an. Das Höchstgebot betrug 25.000 Euro. Und trotzdem habe ich diesen Spieler für 20.000 Euro erhalten. Ich habe einfach gesehen, okay, da bietet ein Sechstligist 7.250 Euro, der wird nicht zu dem wechseln. Da bietet ein Fünftligist 5.900 Euro, der wird nicht zu dem wechseln wollen. Ich habe all diese Wechsel ausgeschlossen, all diese möglichen Wechsel ausgeschlossen, und dann war ganz klar, solange der Spieler mein Angebot akzeptiert, werde ich den Spieler bekommen, und deswegen habe ich nur die minimal mögliche Ablösesumme geboten. So einfach ist das Ganze, wenn man den Transfermarkt verstanden hat. Es hätte auch schief gehen können, beispielsweise hätte der Spieler doch Bock auf die 6. Liga haben können und dann wäre es schief gegangen. Aber ist ja nicht schlimm. Als Trader bietet man auf, was weiß ich, 50 Spieler, und wenn davon am Ende 5 kommen, ist man zufrieden. Wenn keiner kommt, keine Ahnung, meldet man sich ab. Muss jeder für sich selbst wissen. Finde ich persönlich ganz clever, hier noch diese 5.000 Euro zu sparen. Das wollte ich euch einfach zeigen. Ich finde, mein zweitbester Transfer bisher. So, der Talentwert sagt erstmal, nö, kein Bock. Aber der Keeper ist ja ziemlich gut. Wir haben diese Saison 2 schwächere Keeper für 40.000 Euro verkauft bekommen. Deswegen denke ich, dass wir diesen Keeper hier für 48.000 Euro verkaufen können, ohne dass der ein Spiel für meinen Verein machen muss. So ist die Theorie, und ich hoffe, wir können das Ganze auch in der Praxis genauso umsetzen. Stabiler Keeper. Stabile Werte, schlechter Talentwert, aber auch sehr günstig bekommen. Das Jahresgehalt ist noch vollkommen in Ordnung. Also wenn jetzt hier jemand 7.000 Euro bietet aus der 5. Liga, dann wird er wahrscheinlich zu dem wechseln. In Liga 6 wird er wahrscheinlich nicht wechseln. Da müssen die dann schon mit 9.400, 9.500, ja, war ein Easter Egg, 9.500 Euro kommen. Also ich denke mal, der wird dann wahrscheinlich in die 5. Liga wechseln. Kommen wir zu einem Transfer, der eigentlich noch aussteht. Trotzdem ist das ganze Ding eigentlich ziemlich klar, weil ich hier der Höchstbietende von der Ablöse bin. Ein ähnlich guter Transfer ist mir leider durch die Lappen gegangen. Zum Glück werde ich diesen Keeper jetzt wohl bekommen. Und zwar für 30.000 Euro und für 7.000 Euro Gehalt. Das Gehaltsgebot finde ich in dem Fall sehr gut. Es ist nicht das Niedrigste, was er akzeptiert hat, aber ich finde es vollkommen in Ordnung. Wir sind nicht zu viel Risiko eingegangen. 500 Euro hätten wir noch runtergehen können, aber ich finde es vollkommen in Ordnung, wie wir es gespielt haben. Der hat einen ganz guten Talentwert, spielt auch noch in der 6. Liga, was bedeutet, dass dieser Talentwert vermutlich noch steigen wird. Sehr gut.
Dazu müsste er aber auch Spiele machen. Wahrscheinlich wird er die Nummer 2 sein und hin und wieder auch mal zum Einsatz kommen. Also so ganz richtig ist das mit den keine Einsätze nicht. Manche Keeper werden tatsächlich auch eingesetzt. Stabiler Keeper, gute Werte und für 30.000 Euro kann man hier wirklich nicht meckern. Man bekommt einiges geboten für einen mittelalten, ziemlich guten Keeper und den können wir sicherlich für 60.000, 70.000 Euro verkaufen. Und das könnten wir auch, ohne dass der Spiele macht. Der Marktwert gibt das Ganze schon her. Sehr schöne Sache, wie ich finde. Kommen wir zum Keeper Nummer 3, der wahrscheinlich auch in meinen Verein wechseln wird, weil ich auch hier der Höchstbietende bin, was die Ablöse betrifft und der Keeper mein Angebot angenommen hat. Natürlich könnte der Manager jetzt noch sagen, 9.400 JFM mag ich nicht, aber das wäre dann selber schuld, dann wird er ein paar tausend Euro verlieren. Also hier 1.000 Euro in dem Fall. Hier war das Gehalt ein bisschen zu offensiv. Und das ärgert mich auch sehr, weil ich hatte erst tatsächlich diese 12.500 Euro Gehalt geboten. Und dann dachte ich mir, nee, Mann, auf den hast du so richtig Bock. Der soll dein neuer Stammkeeper werden. Und dann dachte ich mir, komm, du gehst kein Risiko ein. Hau die 13.800 rein. Und jetzt ärgere ich mich schwarz, weil 12.500 Euro Gehalt auch gereicht hätten. Und das sagt jemand, der seinem Ersatzstürmer 75.000 Euro pro Saison zahlt. Alles klar, meine Freunde. Geiler Keeper, 27% Gesamt, 23 Jahre alt, super Talentwert, der wahrscheinlich auch noch steigen wird. Was möchte man denn mehr? Viel mehr kann man nicht für 54.000 Euro geboten bekommen, wie ich finde. Geile Nummer, richtig geile Nummer. Was übrigens eine sehr bescheidene Nummer ist, ist der hier. Ich dachte, das wäre ein SK-Spieler. Also ist mir jetzt auch gar nicht aufgefallen, dass er viel zu teuer dafür ist und dass das Gehalt nicht stimmt und dass der Talentwert nicht dafür passt, ist mir jetzt nicht so direkt aufgefallen und ich habe darauf geboten. Wahrscheinlich wird er zu mir wechseln, ich habe ihm 7.000 Euro geboten, aktuell bekommt er 45.000 Euro gezahlt. Ja, der kann da schon zu 9.400 JFM Ja sagen. Jetzt schauen wir uns mal den Torwartmarkt tatsächlich an. Also was steht aktuell so drauf und ich zeige euch einfach mal meine Suchmasken. Ich bitte euch, die erstmal nicht anzuwenden, weil sonst kommen wir uns in die Quere. Nee, gar kein Problem, ich habe jetzt ja schon 3 Stück, ich möchte insgesamt 6 Stück haben, aber 3 Stück würden ja auch ausreichen. Wir können ja noch auf andere Positionen ausweichen und wir können auch dieses lästige SK-Trading noch weiter fortführen, was leider sehr hohe Gewinne gibt, ohne Aufwand. Man muss einfach nur klicken, fürchterlich. Aber das ist hier wirklich ein Trading, wo ich sagen muss, das ist viel cooler als dieses SK-Markt-Trading, weil dahinter steckt eine Strategie und wir bekommen nicht diese blöden SK-Spieler, bei denen man einfach nur zur richtigen Zeit gucken muss. Was haben wir denn hier? Gefällt mir eigentlich, der Talentwert sieht gut aus, insgesamt 27%, 25 Jahre alt, Knackpunkt ist hier das Gehalt. 15.000 Euro würde man sicherlich noch verkauft bekommen, es geht mir ja nur um den Verkauf. Ich glaube, wir hauen hier mal, was hauen wir denn rein? 15.700, wahrscheinlich sagt er dann nein. Wäre für uns jetzt ja nicht so dramatisch. Was versuchen wir hier? Der ist schon ziemlich gut, den bekommt man für 60.000 verkauft, aber mit 15.000 Euro Gehalt, ich weiß nicht, ob dann jemand 60.000 zahlt, ist schon eine leckere Nummer, muss ich sagen. Und das könnte hier auch nochmal steigen. Wir hauen hier mal 15.500 rein. Wahrscheinlich wird er nicht zu mir wechseln. Aber wie gesagt, als Trader bietet man auf 50 Spieler in der Hoffnung, dass man dann vielleicht 5 Stück bekommt. Also wir probieren das einfach mal aus. Der ist nicht schlecht. Linie ist der beste Wert hier, glaube ich sogar. Das ist ja auch ein Kriterium, auf das ich immer sehr gerne achte. Je nach Strategie ist für mich der Liniewert absolut der wichtigste Wert oder einer der wichtigsten Werte, wenn ich eine gute Spieleröffnung brauche, weil ich sehr offensiv spiele beispielsweise und weil das ja auch vollkommen übertrieben ist. Wenn die Spieler dann eine gute Spieleröffnung haben, also die Keeper, dann machen die eine Vorlage nach der anderen komplett unrealistisch. Ja, ich habe es wieder mal verkackt hier mit der Suchmaske. Sorry, Freunde. Ich komme immer noch nicht so ganz mit der Handhabung klar, aber das ist nicht die Schuld von Online-Liga, sondern das ist meine Schuld. Also, ihr wisst ja, ich habe sehr schlechte Augen und so ein Prozess, bis ich das mal gelernt habe, ja, dann ist auch Feierabend. Das ist natürlich zu teuer, sehr schöner Keeper, 20 Jahre alt, 29%, richtig schöner Keeper, aber zu teuer, damit kann man nicht arbeiten. Was haben wir hier? 21 Jahre alt, 23%, ist auch sehr sauber, finde ich, 32.000 Euro, ja, da kann man sich nicht beschweren, 21% Talent. VfL Wuppertal, hat er nicht schon den anderen Keeper verkauft oder habe ich mir diesen irgendwann schon mal angeschaut und kenne den Verein deswegen, keine Ahnung.
Gefällt mir eigentlich. Kann man mitmischen, finde ich. Hauen wir mal 4 Jahre rein und 12.630 Euro. Ja. Ist natürlich jetzt vollkommen, ja genau. Das war auch schon der, der den anderen Keeper verkauft hat. Deswegen kommt jetzt hier diese Meldung. Wieder mal ein Multi-Account-Verdacht, meine Freunde. Wie jedes Mal, jetzt sogar hier vom Spiel selbst. Ich werde verrückt. Diese Handhabung, meine Freunde, diese Handhabung. Mich nervt das aber auch so, dass man den Pfeil nicht zurückklicken kann. Ich falle jedes Mal wieder darauf rein. Wenn ich irgendwie abgelenkt bin, dann noch besonders häufig. Ja? Jedes Mal, aber dann besonders häufig. Das ist Logik, meine Freunde. Das ist Logik. Wieso verkauft er denn seine beiden guten Keeper? Nochmal ganz kurz hier schauen. Das war doch auch der... Genau. Macht auf jeden Fall Sinn. Hau doch deine guten Keeper weg. Vielleicht ist das auch ein Torwart-Trader. Dann würde es sich lohnen, da mal vorbeizuschauen. Das würde mich ja mal interessieren. Vielleicht tradet er ja mit Keepern. Nö. Der hat wirklich seine beiden... Der hat ja alle seine Spieler weg. Alter Schwede. Alter Schwede. Der hat ja gar keinen Bock mehr. Okay. Ich hoffe mal für ihn, dass er eingestellt hat... Jetzt können wir die Suchmaske wieder einstellen. Ich hoffe mal, dass er für ihn eingestellt hat, dass das Team nicht gelöscht wird. Da muss man nämlich drauf achten. Wenn man keinen Keeper hat im Kader beispielsweise, dann kommt schon die Meldung, dass das Team bis zum Saisonende gelöscht wird, wenn man sich nicht meldet. Und er verkauft alle Spieler, also wird die Meldung so oder so kommen. Aber es reicht schon, wenn man keinen Keeper im Team hat. Deswegen habe ich die Meldung nämlich auch bekommen und musste dann bestätigen, dass mein Team doch bitte nicht gelöscht werden soll. Ich glaube, jetzt haben wir erstmal auf genug Spieler geboten. Hier haben wir noch einen 21-jährigen Keeper, der mir auch gefällt. Und zwei schon auch anonym. Was soll denn dieser anonyme Quatsch immer? Das sollen die echt mal abschaffen. Das geht mir so auf den Senkel hier mit diesem anonymen Zeug. Das Praktische ist, man muss dann nicht zur richtigen Uhrzeit vor Ort sein. Weil es egal ist, wann man dann bietet. Aber insgesamt ist das einfach nur ein unnötiges Feature. Und jetzt gucken wir mal, was hier passiert ist. Neues Gebot. Wahi Tanai. Das würde mich freuen, wenn der jetzt mal langsam wechselt. Ja, 4.000 Euro. Hoffentlich aus der 4. Liga. Ansonsten wechselt er nicht. Ne, aus der 6. Liga hat er schon 6.600 abgelehnt. Also wird er 4.000 auch nicht annehmen. Ich schreibe es doch extra noch hier hin. Nö. Habe ich jetzt nicht unbedingt dahin geschrieben. Ja, muss ich noch dahin schreiben. Also 6.600 hat er abgelehnt. Und 4.000 wird er auch ablehnen. Aber ich könnte mir vorstellen, zu Rush Hour in der Sommerpause kann man den für 30.000 Euro verkaufen. Also seitdem ich den für 30.000 Euro anbiete, gibt es da schon so ein gewisses Interesse. Wir haben hin und wieder mal ein Gebot drauf. Von den Gehältern her passt das jetzt aber noch nicht. Ich denke mal, zu Rush Hour werden die Leute noch etwas mehr bieten und dann werden wir den auch verkauft bekommen. Aktuell stehen ja noch nicht... Das ist aber jetzt ein Fehler von der Seite, oder? Weil jetzt hätten wir hier nicht landen dürfen. Das war jetzt nicht mein Fehler, oder, meine Freunde? Da sind wir uns jetzt mal einig. Auch ein Gebot auf den Mariano, das ist natürlich Quatsch. Keine Ahnung, 3.000 Euro Gehalt. Den Mariano werde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr anbieten, meine Freunde, weil der ist sehr wichtig für die kommende Saison. Ich habe jetzt mal ein System entwickelt, bei dem fast alle meine Youngstars spielen können. Was sehr gut für uns ist, denn dann müssen wir keine Youngsters verkaufen. Der Mariano wäre ein wichtiger Ersatzspieler. Ich zeige euch mal die Aufstellung, wie sie wahrscheinlich in der kommenden Saison aussehen wird. Das ist die Formation für die kommende Saison. Cabanyu über rechts als Rechtsfuß, also eher als Vorlagengeber. Rechter Fuß auf der rechten Seite gleich Vorlagengeber. Rechter Fuß auf der linken Seite gleich Goalgetter. So einfach ist Fußball. Erik Bahr über rechts hat die Position noch nicht, also wird als Stürmer eingesetzt und schaut euch mal diese Schnelligkeitswerte an. Ein Traum, 25% und 25% richtig schnell hier auf den Positionen, wo sie auch schnell sein sollten. Wiebe ist so der Schlagstürmer, 1,95 Meter, Kopfball 35%. Hier müssen wir die Athletik noch verbessern, damit er diesen Kopfball auch wirklich nutzen kann, damit er auch springen kann und so weiter und so fort. Also hier müssen wir die Athletik definitiv noch verbessern, aber ein richtig geiler Schlagstürmer. Einer der wenigen langsamen Spieler in meiner Offensivabteilung. Dann haben wir den Mahon. Der hat Schnelligkeit 29, bringt richtig viel mit und hat heute auch einen super Tag im Training. Die Außenverteidigung habe ich mir ein wenig konstruiert. Beide Spieler waren ursprünglich auf einer anderen Position eingeplant.
Er sollte zum Innenverteidiger umgebaut werden, aber schaut euch den doch an. Klar, der Kopfballwert ist auf der Außenbahn wahrscheinlich so ein bisschen verschwendet, aber super Schnelligkeit, super Schusstechnik und super Zweikampfwert. Ich glaube, das ist ein geiler Außenverteidiger. Der Kopfballwert ist ein bisschen Verschwendung, ich gebe es zu, aber trotzdem geiler Außenverteidiger. Karl-Heinrich Lohse, ich habe den Namen richtig gesagt, Daumen dafür auf jeden Fall. Na unten. Ja, Schnelligkeit nicht so geil für einen Außenverteidiger, aber geile Schusstechnik, geile Technik, gute Athletik, guter Zweikampfwert. Den können wir da mal ausprobieren. Wenn das nichts wird, müssen wir mal schauen, ob wir den mit dem Maitimo tauschen, aber mit 7% auf der Außenbahn. Naja, schwierige Kiste. Ich kann mir vorstellen, dass der Lohse da gut aufgehoben ist. Dann haben wir noch den Montoya, der verbessert sich unglaublich schnell. Ich gehe von einem Talentwert von 23% aus. Richtig geil, das wäre jetzt so meine Einschätzung. Hammerspieler, super Verbesserung. Maitimo, ein bisschen der Schwachpunkt, aber der bekommt auch nur 15.000 Euro im Jahr. Und der hat mich auch nur 15.000 Euro gekostet. Also ein richtiges Schnäppchen und geiler Talentwert. Den kriegen wir auch langsam verbessert. Mit der kleinste Spieler in meiner Mannschaft. Und in dieser jungen Mannschaft ist er der kleinste. Also die sind auch eher groß, muss ich sagen. Wir gehen einmal durch. 1,79 Meter, 1,95 Meter, 1,90 Meter, 1,62 Meter. Boah, harte Nummer. Da habe ich mich vertan. Beide 1,62 Meter. Ich dachte, der wäre 1 cm größer. Gosevic 1,94 Meter, 1,80 Meter. Der kommt normalerweise nicht rein. Den können wir jetzt nicht zählen lassen. 1,78 Meter. Und noch ein richtiger Brecher. 1,93 Meter. Also wir haben wirklich viele Spieler über 1,90 Meter. Das gefällt mir. Zwei sehr kleine Spieler und ein paar durchschnittlich große Spieler. Ich glaube, das ist eine gute Mischung, meine Freunde. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Adios, meine Freunde.